Da werden wir zurück. Bei einem weiteren Horror. Nicht Horror. Wie man es nennen will. Es geht spannend weiter. Die Musik hat sich auch geändert. Also es ist wirklich... Es ist wirklich sehr mysteriös. Das Blöde ist hier, wir haben kaum noch was zu essen. Aber ganz ehrlich, ich gehe jetzt rein. Obwohl. Mal ganz kurz. Hier die Autos. Da ist nichts. Ja, nee, brauchst du nicht. Da ist auch noch nicht was runtergefallen vom Himmel. Da. Oh, das. Da ist noch ein Häuschen. Oh, Alter, die Stimmung hier, ne? Toll, was soll ich mit so einem Handschuh, Mann? Ich habe gerade alle zerschnitten, weil ich nicht gebraucht habe. So, da gehe ich gleich hin. Gehen wir ganz schnell und ganz kurz hier hin. Okay, hier ist nichts. Wir sind Altholz, aber sonst nichts. Alles klar. Dann gehen wir nochmal hier gucken. Ah, 10 und 9, sehr gut. Wir müssen auf die Wölfe aufpassen. Weil die lassen sich anscheinend mit einem Schuss nicht besiegen. Das ist natürlich unvorteilhafter für mich. Wir brauchen echt dringend den Revolver. Unsere Waffe mache ich nicht mehr lange mit. Da haben wir sonst nichts mehr. Na gut, komm, wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir haben sie mal ganz kurz auf. In der Zeit. Ja, ruhig dich aus. Ja, mach ich gleich. So. Zerlegen. Na gut, dann schlafen wir halt nochmal eine Stunde. Was soll's? Ja. Obwohl, ich bin ja blöd. Ich bin ja immer dauernd blöd. Warum sollte ich das machen? Das Verstärkungsrisiko kommt ja daher, weil wir überladen sind. So. Dann ist nochmal ein bisschen was. Speichern immer ganz wichtig im Survival. Dann wollen wir mal rein. Was erwartet uns da? Gut. Gut. Ich gehe mal 1-2 Stunden schlafen. Jetzt soll es wieder hell sein. Eigentlich. Ja, egal. Was zum Teufel ist hier los? Alter. Ich glaube, jetzt werde ich erst recht überladen. Alter, ich will hier alles angucken. Das Blöde ist, meine Axt gibt jetzt auch langsam den Geist auf. Das ist halt echt nicht gut. I'm not sure I can carry much more. Du kannst das. Glaub an dich. Ich glaube auch an dich. Komm, jetzt irgendwann was für die Waffe hier. Leute, ich brauche was für die Waffe. Schuppen verlassen. Da komme ich auch nicht durch. Ist echt gut. Okay, da komme ich hoch. Ist mir jetzt erstmal wurscht.
Okay, den zerschneide ich mal ganz kurz. Ich hoffe, da ist was runter. Natürlich nicht. Das ist so hart, das stört schon, ey. Jo, hör doch mal auf zu atmen. Für eine Minute oder so. Teilschrott habe ich bisher so nie gebraucht. Nichts. Okay, da gehe ich gleich rein. Wir brauchen eigentlich vielleicht mal einen Wetzstein, das wäre echt gut. Können wir die auch so auseinandernehmen? Wir können die auch so auseinandernehmen. Okay, das ist gut, gut zu wissen. Bewerbbaren, können wir irgendwas Neues? Nö. Schön. Auch nicht schön, aber egal. Yay, ist genau das, was wir brauchen. Brecheisen. Stoff. Da war ja doch was drunter. Wow. Na gut, da will er nicht hin oder da will er nichts machen. Alter, ist das groß hier. Kriegen wir vielleicht ein Auto? Das wär's doch mal. Auto kriegen würden, ey. Die mich einfach wegfahren könnte. Oh, was zu essen, das ist ja gut. Eine Flasche. Sonst nichts. Müll einmal noch. Leer ist. Oh, was ist ein Wunder? Ja, Stand, das ist gut. Und hier hat irgendwas gebrannt. Das müsste hier irgendwie sein. Wir dürfen also nicht zu lange hier bleiben. Zumindest nicht dahin. Ja. Dankeschön. Danke, 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 Alter. Oh, Alter, das war echt nötig, ey. Puh. Brayer House. Brayer House. Wie ducken kann ich? Doch, klar. Mir sei doof. Sehr schön, sehr detailliert, sehr warm. Also, nicht gut, da komme ich auch nicht lang, jedenfalls nicht von hier. Lass mich raten. Verschlossen. Alter, wir haben hier so viel zum Auseinandernehmen, Alter. Kaputter Metallkasten, ja, so. Los, der ist kaputt. Arbeitshandschuhe. Jetzt habe ich die anderen natürlich da. Ah, egal. Noch mehr Arbeitshandschuhe. Yeah. Auf so. Wobei ich vielleicht doch nochmal wirklich irgendwo jetzt langsam mal was ablegen sollte. Das mache ich alles gleich. Entschuldigung, Sir, ich habe Sie gar nicht gesehen. Können Sie sich ausweisen, Mr. Baumwollmütze? Ein Waldflüsterer war das. Wir müssen uns erheben. Wir können nicht länger tatenlos zusehen, wie die Ressourcen unternehmen. Unsere geliebte Insel ausbeuten. Wenn euch etwas an der Rettung von Großer Bär liegt, kommt zur alten Hütte am Rande des Provinzparks von Rätselsee.
Die Mobilfunkabdeckung ist hier unzureichend, daher benutzen wir das Tonschuhnetzwerk. Ja, und vergesst nicht, sie beobachten uns. Vertraut also lieber niemandem. Nee. Gott, ey. That'll come in handy. Erneut hier. Auseinandernehmen und aufräumen will ich irgendwie. Frag mich nicht warum, ich möchte es einfach. Alter. Wie viel Arbeitsstiefel? Ich glaube, die könnten ganz gut sein. Hier? Rennfahrerhandschuhe. Ja, eigentlich brauchen wir die, weil das. Wir müssen hier wirklich Rennen fahren. Wer in der Gegend braucht sowas? Wer braucht Rennfahrerhandschuhe? Ganz ehrlich. Komm ich. Der könnte natürlich was bringen. So. Ich weiß nicht, ob ich hier dann noch alles auseinandernehmen werde. Oh, wir können hier. Noch ein Hammer. Hochwertiges Werkzeug für die Erstellung und Reparatur von Dingen, wenn wir denn mal eine Blaupause finden würden. Scheiße, ey. Nichts drin, wir brauchen nämlich echt. Ich nehme einfach immer mehr mit. So, hier sind wir gleich durch. Rennen kann ich auch nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal. Wir gehen jetzt nicht da oben hin, da kommen wir auch gar nicht hin in unseren Zuschauer gerade. Gehen jetzt mal ins Büro rein. Trinken Kaffee. Dann vielleicht nochmal nach. Wir haben ja die Zeit jetzt gerade. 2, 3, 4. Sehr schön. Ja, alter Mann, ist kein D-Zug. Ich bin alt. So. Was haben wir hier denn? Licht. Haben wir hier noch was drin? What have we here? Ach, Tee, das ist ganz gut eigentlich. Noch ein Kräutertee. Schön. Liegt denn da nichts? Regal, Dosen mit Bohnen, sehr schön. Radio geht nicht. Und stemmen wir mal hier den Kappes auf hier. Ah, sehr schön. Und dann hier nochmal. Da liegen noch ein paar Bücher. Das ist sehr gut. Da oben liegt noch was. Stapel Papier. Nicht, dass ich was vergesse. Da ist ein frisch bezogenes Bett. Sieht das gut aus. So, dann haben wir hier noch. Da ist auch noch ein Buch. Hier vielleicht noch was. Da haben wir nichts. Oh, sehr schade. Und hier noch irgendwas. Da vielleicht. Sehr, sehr gut. Ja. Wir wiegen nur ganze 60 Kilo. 25 Kilo zu viel, aber. Pff, bitte. Gleich fertig. Bin gleich fertig. Da haben wir noch einen Mülleimer. Und eins.
3 und 4 Aktenschränke. Da wir jetzt noch Zeit haben, tue ich mal ein bisschen Essen hier rein. So, tue jetzt mal wirklich so alles rein, was noch nicht so abgelaufen ist. Das trinken und essen wir jetzt gleich mal. Ganz unten tue ich jetzt mal hier Nähzeug rein. Was können wir dann da noch reintun? Oh, Entschuldigung. Signalfeige können wir reintun. Lampenöl können wir reintun. Kanister können wir die auch reintun. Das Beil tun wir mal rein. Brechstangen können wir reintun. Einfaches Werkzeug, schweres Werkzeug. Ach, den Kanister tun wir auch mal rein. Die Revolvermuni auch. Den Hammer brauchen wir auch noch nicht. Wir haben keine Blaupausen, das ist echt blöd. Gut, was tun wir hier rein? Da tun wir erstmal Kleidung rein, das ist eine gute Idee. Das mache ich dann alles nämlich offscreen. Das nimmt nämlich so viel Zeit in Anspruch wieder. Und das muss ja nicht sein. So, dann tun wir hier noch Medikamente rein. Das. Das. Und das. Und hier noch ein bisschen Holz rein. Ja, ein bisschen ist gut. Hier. Da. Äste können rein. Obwohl die nicht. Das bringen wir alles raus. Obwohl das kann rein. Das Öl kann rein. Zeitung, das verbrenne ich gleich alles. Was wiegt denn hier noch so viel? Wie viel Platz ist da noch? 50 Kilo, ja, weißt du was? Machen wir da mal das Holz hin und hier. Da, bitteschön. Dann können wir nämlich jetzt mal ganz kurz einmal etwas trinken. Und dann glaube ich, ist das schon schimmelig. Ja, das ist schon schimmelig. Das. Ich wollte gerade sagen, kommt der Müll. Also, das kommt auch im Müll. So. Und dann essen wir mal das da. Und das da. Und da da. Und das Schweinefleisch mit Bohnen, das machen wir uns warm. Denn ich will noch einmal ganz kurz da oben hin. Damit es aussieht, damit es alles schön in eine Folge reingepackt ist. Gut, das war's mit dieser Folge. Mehr ist hier nämlich nicht. Gut, ich werde dann jetzt mal ein paar Sachen aufräumen. Ich werde hier einiges auseinandernehmen. Also einiges. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Dann ist hier ein bisschen aufgeräumter. Und mal gucken, wo es uns dann hin verschlägt. Ich bin sehr gespannt. Wird immer gespannter. Also, ich will gar nicht aufhören zu spielen und ich mache jetzt auch weiter so. Bis zum nächsten Mal.